Wir haben hier eine Maske für die Tänzer, für ORFEO. Dafür haben wir was modelliert. Eine grobe Grundform einer Maske. Es soll am Ende so ein bisschen steinig, antike Wandart werden. Unter der Alufolie befindet sich Plastiline. Das ist eine kneteartige Masse. Das härtet nicht aus, bleibt dauerhaft knetbar. Bei den Rüstmeistern wird die thermoplastische Folie bei 600 Grad tief gezogen. Die Folie kommt eigentlich aus dem Prothesenbereich und kann an alle Oberflächen angepasst werden. Zurück in der Werkstatt haben wir jetzt unsere tiefgezogene Folie. Die schneiden wir einfach mit einer ganz üblichen Schere aus. Dann haben wir die ausgeschnittenen Rohlinge der Masken und können diese dann in Handarbeit bemalen, besprühen, bespachteln, was auch immer uns dazu einfällt, je nachdem, was für einen Look wir am Ende wollen. Und in diesem Fall soll es was Steiniges werden. Daraufhin gehen wir jetzt einfach mit Acrylfarben und ein bisschen Wasser hin, verdünnen uns das schön runter, dass wir so wenig deckend wie möglich sind und pinseln dann die Übergänge hier so ein bisschen raus, dass das so ein bisschen verläuft und mehr nach Schatten aussieht als nach schwarzem Lidstrich. Wir haben jetzt in den letzten 3-4 Wochen einiges an Masken hergestellt. Genau, da arbeiten wir hier oben hinten so kleine Klämmchen rein und dann kann man die schön auf den Hinterkopf setzen, feststecken und dann können die da freundlich mit tanzen.